Vorgestellt wird der Taschenrechner Privileg SR30, ein technisch-wissenschaftlicher Elektronikrechner für Batterie- und Netzbetrieb. Gebaut circa 1975. Vertrieben von der Firma Quelle. Quelle war ein westdeutscher Versandhändler mit einem kiloschweren Katalog. Produziert, andersrum, der Name Privileg war ein eingetragenes Warezeichen von Quelle und unter Privileg wurden sehr viele Low-Cost-Geräte vertrieben, wie unter anderem braune Ware und weiße Ware. Wer den Begriff weiße und braune Ware nicht kennt, weiße Ware ist alles, was im Bad oder in der Küche steht, zum Beispiel Waschmaschinen, Trockner, Herde, Küchenmaschinen. Und braune Ware war alles, was in der sogenannten guten Stube stand, also Fernseher, Radios und Kombigeräte. Produziert wurde, wie gesagt, günstig, und zwar in der ehemaligen DDR. Unter anderem vom Radio Stern. Ob jetzt der Rechner in der ehemaligen DDR oder in Fernost produziert wurde, kann ich nicht wirklich sagen. Mitgeliefert wurden auch unter anderem ein Handbuch, das die wichtigsten Funktionen erklärte, mit Beispielen. Und ein Schutzetui aus Kunstleder. So, und um den Rechner jetzt vorzuführen, muss ich einen Kameraständer etwas improvisieren mit Hilfe eines Küchentuchs. So, ich hoffe, der Fokus bleibt bestehen. Übrigens, die Küchenrolle ist von der Firma mit dem Werbespruch irgendwas und weg. So. Die Bedienung des Rechners ist eigentlich typisch für die 70er Jahre. Die Tastatur ist ein bisschen träge aufgrund des Alters. Ich muss also die Tasten sehr fest drücken. Also ich gebe zum Beispiel den gewünschten Wert ein. Also 1, 2, 3, 4, also 1234 multipliziert mit 5 als Beispiel ergibt 6170. Genauso kann ich auch zum Beispiel die Quadratwurzel ziehen. Aus diese Quadratwurzel von 16 ist in diesem Fall, die Quadratwurzel ist auf der Zweitbelegung einer Taste. Alles, was gelb ist, ist die Zweitbelegung. Ich muss, um diese Tasten zu erreichen, zuerst die Funktionstaste drücken und dann Quadratwurzel 4 in diesem Fall. Beziehungsweise die Potenzierung mit 2, wieder 16. Es gibt auch einen kleinen, ich will jetzt nicht sagen Bug, aber vielleicht ein, it's not a bug, it's a feature, beziehungsweise es ist nicht dokumentiert oder es ist irgendeine Funktion, die aufgrund des Alters sich eingeschlichen hat, und zwar, wenn ich rechne x hoch y, also zum Beispiel 2 hoch, macht er irgendwas, 3 ergibt, das war es, Fehler, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Wiederholen wir das Ganze. 2 ohne Shift berechnet irgendwas hoch 3 ergibt 8. Wenn ich jetzt die dritte Wurzel aus 8 möchte, also 8 steht schon da, berechne wieder irgendwas. Die dritte Wurzel ist 2. Auch ein etwas undokumentiertes Verhalten, wenn ich zum Beispiel Pi nehme und in die Exponentendarstellung wechsle
und den Exponent jetzt etwas erhöhe und wieder erniedrige, habe ich 0. Also ich habe praktisch die gesamte Zahl aus meinem Speicher rausgelöscht. Angeblich. Wenn ich aber jetzt sage gleich, habe ich meine Zahl wieder. Das betrifft nur die Anzeige. Der Speicher selbst ist anscheinend noch vorhanden. Ob das auch jetzt ein Bug ist, beziehungsweise aufgrund des Alters, naja, also die Zahl ist da und ich kann damit weiter rechnen. Beispiel mal 5 und durch 5. Ich kann auch Werte speichern. Zum Beispiel den Wert 1, 2, 3, 4. Storage 1. Kann irgendwas machen. Und mit Recall das habe ich jetzt, Entschuldigung, im zweiten Speicher gespeichert. Recall 1 ist das hier. Und Shift Recall 2 ist der andere Wert. Also ich habe 2 Speicher. Das war damals revolutionär.